Servus Leute, heute soll es um die Kuss des Tigers Reihe gehen und um die Frage, die Reihe ist ja bisher nicht zu Ende. Es gibt ja bisher 3 Bücher auf Deutsch und die Geschichte ist ja nicht abgeschlossen. Tja, erstmal für die diese wunderschöne Reihe noch nicht kennen, in der es um Ren, um seinen Bruder und um Kelsey geht. Ich lese euch mal ganz kurz hinten vor. Als die junge Kelsey zum ersten Mal Ren, den majestätischen Tiger, sieht, verändert sich ihr Leben für immer. Denn Ren ist ein verwunschener indischer Prinz und Kelsey ist die einzige, die ihn erlösen kann. Doch im Dschungel Indiens begegnen sie einem mächtigen Feind, der verhindern will, dass das Mädchen und der Tigerprinz zueinander finden. Ja, ein überaus hammergeiles Buch, das zum größten Teil in Indien, aber auch eben in den USA spielt, wo eben die Kelsey Ren, diesen majestätischen Tiger, kennenlernt. Und dann geht das Abenteuer eigentlich erst richtig los, denn sie ist dazu auserwählt, Ren, diesen indischen Prinzen, in den sie sich, wie soll es auch anders sein, verliebt, ihn von diesem Fluch zu befreien, der ihn eben zum Tiger verwandelt hat und ja, es möglich machen soll, dass er eben wieder zum Menschen wird. Und das ist eben in 3 Büchern, einmal eben in Kuss des Tigers, dann das andere, zweite wunderschöne Büchlein, Pfad des Tigers. Sieht auch geil aus, oder? Und die glänzenden Augen. Und ja, Fluch des Tigers, der bislang letzte auf Deutsch erschienene Band dieser Reihe. Es gibt allerdings im Englischen noch weitere Bände und bei meiner Bücherregaltour habt ihr ja diese Bücher gesehen und ja, manche haben dann so nachgefragt, ja, weißt du vielleicht, ob die im Amerikanischen schon erschienenen Bücher irgendwann mal im Deutschen erscheinen? Und eigentlich nicht. Ja, wenn nicht so viele beim Verlag nachgefragt hätten, und zwar ist es der Heine Verlag, ja, und eben nachgefragt, ja, wann kommt denn jetzt endlich mal das nächste in dieser Reihe raus auf Deutsch? Mit der Zeit haben sie sich dann doch überlegt, sollte man vielleicht die Fans doch nicht enttäuschen. Und das ist so ein Ding, jetzt passt mal auf, das ist wirklich eine Sache, die mich echt ankotzt. Wenn ein beschissener Verlag, ja, egal welcher, Kohle mit uns verdient, ja, und bringt Reihe raus, ja, wie jetzt zum Beispiel die Alterra-Reihe, bei der es ja mittlerweile im Deutschen 4 übersetzte Bücher gibt. Und dann haben sie mit uns Geld verdient und irgendwann, ja, rentiert sich nicht mehr so. Und dann wird einfach hergegangen und gesagt, ja, nö, die anderen, die übersetzen wir jetzt einfach nicht. Die gibt es noch nicht mal in Englisch.
Nur im Original in Französisch. Ja. Und fertig. Und dann wird der Fan, also wir, wird einfach sitzen gelassen. Das ist bodenlose Frechheit. Ja, mal an alle Verlage und an alle Leser, alle Zuhörer, Seher, Zuschauer. Ja, schreibt doch mal an, ja, der Pan Verlag ist es nicht. Ich habe jetzt, aber eben an den Verlag, den Nachfolger, der die Altera-Reihe, ich schreibe es glaube ich mal, einen Link unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da draufklicken und euch beschweren. Ja, weil das einfach Schweinerei ist. Ja, die machen Geld mit uns, mit den Fans dieser Bücher und dann erlauben sie sich tatsächlich zu sagen, ach nö, jetzt passt schon, rentiert es nicht, ist einfach nicht rentabel genug, das dann zu übersetzen und als ja, Buch, Taschenbuch oder irgendwie rauszubringen. Nö, machen wir einfach gar nichts. Also, bitte, das ist doch wirklich nicht ja, die feine Art. Wie auch immer, ich wurde eben gefragt, weißt du zufälligerweise, ob es den vierten, fünften Band dieser Kuss des Tigers Reihe irgendwann mal auf Deutsch gibt? Nö, wusste ich nicht. Aber ich habe mich mal mit dem Verlag in Verbindung gesetzt. Ja, und deswegen habe ich dem Verlag ein kleines Briefchen geschrieben. Betreffs Kuss des Tigers Reihe von Colleen Hook. Ich würde gerne ein Video über diese Reihe auf meinem Booktube-Kanal Gadipedia TV machen und bräuchte Informationen über den Fortgang der Reihe. Mir sind leider widersprüchliche Informationen zu Ohren gekommen, ob und wann wohl der nächste Teil erscheinen wird. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich diesbezüglich informieren könnten, ob die weiteren Teile auf Deutsch erscheinen werden und wenn, wann das etwas sein wird. Ich bin selbst ein großer Fan der Kuss des Tigers Reihe und daher soll das Thema kommt ein vierter Teil und wann ein Hauptbestandteil dieses Videos werden und da wären gesicherte Erkenntnisse von Ihnen sehr hilfreich. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen, Gerlis. Ja, und dann kam eine Antwort. Sehr geehrter Herr Enes, vielen Dank für Ihre E-Mail. Das große Engagement der deutschen Fans hat die Entscheidung mit beeinflusst. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die deutsche Ausgabe von Band 4 voraussichtlich im Sommer 2015 bei Heine erscheinen wird. Sobald der genaue Erscheinungstermin bekannt ist, wird dieser Titel auf unserer Homepage www.randomhouse.de vorgestellt. Herzliche Grüße aus München. Danke, Frau Katrin Holzacker. Wirklich cooler Service von Ihnen. Und ja, 2015, der Termin, der genaue, steht zwar noch nicht fest, aber das ist doch schon mal was. Es wird tatsächlich ein Teil 4 erstmal, ja, aber dann hoffe ich doch, dass der auch der fünfte noch rauskommt. Ne? Und insbesondere an Annette vom Kanal Wimpern6 einen schönen Gruß. Die hat mich ja darauf, auf dieses wunderbare Buch eigentlich erst gebracht. Ich hätte es irgendwie total übersehen, aber sie hat es in einem ihrer Videos gezeigt und mich hat es total gefesselt und ich war irgendwie voll sofort begeistert von der Idee dieser Geschichte und dementsprechend, also gut, Annette, es ist offiziell, nächstes Jahr kommt ein vierter Teil der Kuss des Tigers Reihe. Ja, und für alle anderen, kauft euch schon mal die drei, dann könnt ihr sie ja bis dahin lesen.
Ciao.